Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Wir haben den Kristall bekommen. Doch, der Feind hat auf der Lauer gelegen, wie gesagt. Ach ja, aber den kriegen wir hin. Der ist ja wohl nicht so schwer. Also komm. Ne? Den machen wir platt. Es muss ja nicht immer... Also am schlimmsten finde ich eigentlich diese zwei Drachen, die nebeneinander immer kommen. Die finde ich viel schlimmer. Wenn die dann die ganze Zeit ihren Eiswind oder was weiß ich, was die da immer machen, das macht nicht viel Spaß. So, Kraftschubeimer. Da kommen die Sylphen. Ich überspringe das aber mal. Und, ja. Mach mal einen Kraftschub nebenbei. Kane springt auch drauf. Ach, das war's auch schon. Ich finde den nicht so schwer. Das liegt aber auch daran, dass wir verdammt stark mittlerweile sind. Aber wie gesagt, wenn es ungünstig läuft, also wenn man überrascht wird oder ja, irgendwie so zwei Doppelpackgegner oder solche Sachen, dann kann das auch ganz anders laufen. Hier kriegen wir zum Beispiel gerade einen Erstschlag. Ich beschwöre mal wieder was. Was wollen wir denn mal haben? Ich mach mal Ramo, den hatten wir schon lange nicht mehr. Todesurteil, ach wie nett. Da läuft der Countdown. So. Geht's uns gleich noch viel besser. Das war der Ramo. Der hat gerade mal 2000 abgezogen. Das ist nicht so viel. Ja, ja, mach ruhig dein Todesurteil. Echt. Wie wäre es, wenn wir dich mal ein bisschen irgendwie blind machen oder so? Geht das? Wir bannen ihn einfach mal. Leviathan. Angreifen, angreifen, angreifen. Jawohl. Sind wir jetzt immer noch verflucht oder? Schutzring haben wir bekommen. Haha. Da kriegen wir noch einen Schutzring. Da hätte ich ja gar nicht entscheiden müssen das letzte Mal. Wer ihn kriegt, dann kriegt den diesmal Rydia. Denn die haben immer nicht so viel. Gut, da geht der Intellekt dann natürlich runter, die Psyche auch, aber dafür die Ausdauer und das andere alles nach oben. Deswegen kriegt sie den jetzt. Das ist auch gut. Will ich die Treppe schon nach oben gehen? Ich weiß es gerade nicht. Ich gehe nochmal zurück hier in die Mitte. Weil ich keine Ahnung habe, wohin. Monduntergrund, Untergeschoss, bla. Okay. Ist der immer rumanalysiert? Echt? Kleiner Zwerg, du wirst es leider nicht schaffen. Genau. Ja, wo sind wir jetzt hier? Hier ist noch eine Kiste. Kisten über Kisten. Fuma-Schuriken. Finde ich gut. Die machen auch ordentlich Schaden. Wenn aber nicht mittlerweile sogar genauso viel, wie wir so machen. Mach mal Protes. Huch, wo ist denn mein Protes hin? Da. So. Das waren die Sylphen. Wir springen mal. Und wir beschwören Shiva. Dadurch, dass ich die Beschwörung gerade einfach mal überspringe, geht es ein bisschen schneller hier in den Parts voran. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Wir können zwischendurch uns ja auch mal wieder eine Beschwörung anschauen. Wie zum Beispiel im Bosskampf finde ich das immer ganz cool. Aber so zwischendurch, nee. Muss jetzt nicht die ganze Zeit sein. Ich habe hier einen Kampf nach dem anderen und habe euch schon ganz viel erspart, wie gesagt, das letzte Mal. Hier ist noch eine Kiste. Wir kriegen hier Kisten ohne Ende. Fuma-Schuriken nochmal.
So, nochmal die Sylphen. Und er springt, der Kane. Gott sei Dank ist der nicht so stark hier, der Kleine. Der erinnert mich übrigens immer voll an die anderen Final Fantasy Teile. Wie heißt denn dieser kleine Grüne, der immer mit einem Messer auf einen zukommt nochmal? Ich habe den Namen gerade vergessen. Wisst ihr, wen ich meine? Ich weiß es gerade nicht, ob ihr wisst, wen ich meine. Der macht jedenfalls richtig Schaden. Den kann man aber auch als Beschwörung bekommen. Hütte habe ich bekommen. Ja, gut. Wieder so ein kleiner Zwerg. Den mag ich aber lieber als die anderen, wenn ich ehrlich bin. Was analysiert der denn immer so rum? Jo. Dasselbe Lied nochmal. Das ging daneben. Der trifft wieder. Sie betet nochmal eine Runde. Und die Sylphen. Und das war's. Lieber so ein Zwerg zwischendurch. Der zieht auch nicht so viel ab, sondern gibt eher was. So, das sieht verdammt auch nach einem wichtigen Ein- oder Ausgang aus. Da will ich nicht lang. Oben hätte ich nochmal die Treppe hochgekonnt. Es ist für mich verwirrend, dass ich immer nicht weiß, wo gehe ich jetzt lang und was habe ich verpasst. Aber gut. Blöd ist immer dieser Fluch. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie aufhalten kann mit Blink oder Valum oder sonst was. Aber wir kloppen einfach mal weiter drauf. So, das war Shiva. Das Geklirre ihres Eises. Da kontert er mit Feuerzunge. Ist aber nicht weiter schlimm. Das war Kane. Und jetzt kommt gleich Cecil nochmal. Guck mal, die Sylphen. Wenn er nicht sowieso stirbt. Genau, habe ich mir gedacht. Ja, es ist hier eins nach dem anderen. Echt crazy. Okay, noch eine Kiste. Minervas Rüstung aus der Schatzkiste erhalten, doch der Feind hat auf der Lauer gelegen. Oh oh. Ach die. Ja komm. Die machen wir mal platt hier. So. Eine ist ja schon mal weg. Das war jetzt nicht so schlimm hier. Ich dachte, jetzt kommt sonst was auf uns zu. Aber okay. Wir kontern. Die sind schnell weg, die Weiber hier mit ihren Xena-Weiber-Schildern-Zeugs. Jawohl. Wir kommen gut voran. Aber warum man es so gemacht hat, dass hier echt ein Kampf nach dem anderen kommt, gut. Also ist klar, klar trainiert man. Aber es ist echt, nimmt einem ein bisschen den Spielspaß. Also ich kann verstehen, dass viele sagen, ey, nö, ich habe keinen Bock da drauf. Das ist mir irgendwie zu blöd, dass hier ständig was kommt. So viel Spaß macht mir das Spiel dann doch nicht. Würde ich auch verstehen. So, das war's. Und für solche Kämpfe halt, ne, das weiß ich nicht, ob das so hilfreich dann noch ist. Hier geht's runter, aber ich habe eine Leiter hoch verpasst. Okay. Keine Ahnung, wo wir sind. Ich sage ja, es ist riesig und weitläufig hier. Uff. Okay, den hatten wir auch schon lange nicht. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn ich ehrlich bin. Den schaffen wir, aber man muss aufpassen. So, das war schon wieder der nächste. Toll.
Da macht er einen Flammenwerfer. Ich will nicht sterben. Ich habe so viele Kämpfe hinter mir. Da kommt Bahamut. Jo, das war gut. Aber er kontert natürlich. Wie schnell die manchmal sterben, ey. Obwohl wir schon so weit levelmäßig sind. Krass. Kann der mal sterben jetzt? Ich habe gerade auf Kane gewartet, obwohl der ja gar nicht mehr kommt. Oh. Genau, mach ihn mal fertig. Super. Leider haben Rudy und Kane nichts bekommen, aber Edge lebt. Und das ist gut, weil Edge braucht die Erfahrung. Da benutzen wir doch mal wieder ein paar Phönixfedern. So. Davon zwei. Und das andere machen wir mal mit Magie. Das können wir uns, glaube ich, leisten. Wunderbar. Ich gehe mal hier nach rechts. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Och nö. Leute. Hol den Bahamut bitte. Und schnell Protes, denn der kloppt ganz schön drauf. Und Protes schützt uns vor diesen fiesen physischen Angriffen. Darfst aber trotzdem... Ist sie tot? Nein, sie lebt noch. Sehr schön. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Durch den Kraftschub haben wir ein bisschen mehr Power. Spring mal wieder. Da macht er seinen Flammenwerfer. Vorsicht. So, Bahamut kloppt wieder drauf. Diesmal lief die Runde besser. Es leben auch alle jetzt. Rosas Stufe ist auch angestiegen. 74 schon. 74. Ich gehe mal hier hoch. Ich guck mal, was wir hier finden. Oh oh, da haben wir wieder einen Bosskampf, der auf uns wartet. Können wir uns das erlauben? Ich laufe mal kurz zurück. Denn wir kriegen hier anscheinend tolle Waffen. Irgendeiner dieser Kristallsteine hatte auch was gesagt, von wegen, dass die ja weggesperrt wurden. Ein Speicherpunkt. Ja, genau das habe ich gebraucht. Dass hier ja Waffen weggesperrt wurden, einfach aus dem Grund, dass sie zu gefährlich erschienen. Und genau diese Waffen scheinen wir uns gerade hier wieder zu holen. Was ich storymäßig cooler finde als, och, da ist eine Waffe irgendwie zufällig. Puh. Mein Gott, sind wir schon weit gekommen. Wir müssen uns auch mal darüber, nicht klar werden, aber uns darüber freuen, wie weit wir schon sind. Cecil ist auf Stufe 77, Rose auf 74, Edge auf 70, Rudy auf 73 und Kane auf 72. Das finde ich schon ziemlich gut. Und da ist auch noch eine Kiste oben. Sieh mal einer an. Die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Eine Hütte. Falls man keine mehr hatte, kriegt man hier sogar eine netterweise. Das finde ich sehr nett. Finde ich gut. Damit sind wir gut ausgerüstet, dass wir uns in den Kampf stellen können, der hier gleich auf uns wartet. Genau. Schön wieder Protes. Und ihr klopft bitte weiter drauf, nebenbei. Da kommt Ifrit nebenbei. Und das war's auch schon. Ich dachte schon, wieso dauert das jetzt so lange, aber ging. Und da ist die Stufe auch wieder angestiegen. Prima. So, wir holen uns jetzt diese besondere Waffe. Was auch immer jetzt auf uns wartet. Alle, die nach dieser geheiligten Lanze streben, sollen das Verderben finden. Teufelsauge. Oha!
kriegen wir hin. Komm. Wir sind total verflucht worden. Das heißt, wir müssen schnell arbeiten. Aber das tue ich ja sowieso schon. Von daher... Blink und Walum und Refleck und keine Ahnung, was wir hier am besten benutzen. Wir greifen an, wir greifen an. Wir greifen sogar mal mit Rosa an. Vielleicht hilft das ja. Wir machen schon ordentlich Schaden. Also komm, den schaffen wir. Kane alleine. Wahnsinn. So, da kommt Bahamut. Der kloppt ja wohl auch ordentlich drauf. Wir greifen an. Und das war's schon? Oder was? Das war's? Kommt jetzt noch einer? Hallo? Oh, nö. Ja gut, dann tschüss. Nicht schlecht. Heiligen Peak erhalten. Yeah. Wir freuen uns über die coolen neuen Waffen. Oder ich zumindest. Und rüsten uns aus. Und irgendwas habe ich auch vergessen auszurüsten, glaube ich, oder? Kann das sein? Habe ich irgendwas vergessen? Das Kristallschild habe ich vergessen. So. Dann kann ja... Oh Gott, was habe ich jetzt bekommen? So eine Lanze oder was? Hm. Ist das was für dich? Nee, Riesenhandschuhe. Ist hier noch was für jemand anderen? Runenreif? Nee, das macht unsere Stärke rund, das will ich auf keinen Fall. Schutzring haben wir, Minervas Rüstung, da haben wir sie. Ist die denn nur, für wen ist die denn nur alleine? Kann die nur Rydia tragen? Dieses, nee, es wäre auch was für Rosa. Okay. Dann kriegt die tatsächlich jetzt Rydia bei mir. Das mache ich mal so. Dann hat die noch ein bisschen mehr Power. Es kann aber niemand anderes diese Lichtrobe tragen. Außer, doch, er hier. Okay. Kann er dann auch... Jetzt bin ich verwirrt. Kann er dann auch die... Moment mal, jetzt muss ich mal Cecil nochmal wählen. Kann er denn das Minerva-Ding dann auch tragen? Nee, aber sie kann auch die Lichtrobe tragen. Okay, und er auch. Das ist natürlich manchmal etwas verwirrend. Es wäre natürlich auch was für Rosa, aber ich nehme es mal für Rydia. Gut. Da hat sie nichts irgendwie... Schade eigentlich, dass sie nur eine Peitsche trägt und nicht irgendwie in der anderen Hand auch noch was. Aber gut. Das ist dann so. Riesenhandschuhe könnte er eigentlich mal tragen, statt den Genjis Armreif. Ja, das ist gut. So lasse ich es jetzt mal. Wir sind gut ausgestattet, kann man nichts mehr sagen. Also, wer uns jetzt in die Quere kommt, der kann uns zwar immer noch töten, aber darf auch einstecken. Was haben wir hier? Diese geheiligten Schleifen sollt ihr niemals bekommen. Was für Schleifen? Ich habe von irgendwelchen Schleifen gelesen gehabt. Mondsaurier. Oh oh. Ich hätte nochmal speichern gehen sollen. Wir haben es bis hierhin geschafft. Dann schaffen wir das andere auch. Rotes, meine liebe Rosa. Er kontert mit Refleck. Oh, oh, der macht Refleck. Das macht nichts. Dann können wir aber trotzdem nur mit normalen Angriff arbeiten. Wir dürfen ihn aber nur mit Beschwörung angreifen. Keine Zauber. Sollte aber eigentlich gehen. Und er will uns vergiften, der Seppel. So, so, so. Das hast du also vor. Kriegen wir hin. Beschwörungen sind meiner Meinung nach keine Reflexion.
So, Bahamut nebenbei. Jawohl. Und er frischt aber auf. Oh, da müssen wir gegen anarbeiten. Kriegen wir aber hin. Bio mal wieder. So, angreifen, angreifen, angreifen. So wie immer eigentlich. Ich würde jetzt eigentlich auch nichts anderes tun. Wir sind leider vergiftet, deswegen müssen wir ein bisschen beeilen hier. Was ist passiert? Wo sind wir? Wir sind Frösche. Ich fasse es nicht. Oh nein. Und wir haben auch noch ein Confuse. Nur Kane nicht. Oh nein, wir greifen uns selber an. Oh, das ist richtig blöd. Scheiße. Ich will was dagegen tun können. Oh, das ist ja richtig blöd. Also ich greife gerade lieber an, als dass ich versuche, die alle zu heilen. Oh, nicht uns. Du Depp. Ja, super. Kleine Frösche sterben natürlich schneller. Vielleicht schafft es der Kane mal wieder allein. Keine Flucht möglich. Und wir sind auch noch vergiftet nebenbei. Da stirbt der nächste Frosch. Na toll. Kane? Kane? Schlechter Atem. Dann, na komm. Er ist confused. Aber nein. Oh, jetzt hat er sich selber umgebracht. Er hätte es doch noch schaffen können. Oh. Wir haben uns selber getötet. Wir haben so viel Schaden gemacht an uns selber. Das ist richtig mies. Richtig, richtig mies. Das erste Mal, dass ich wieder sterbe. Okay, wir dürfen aber an derselben Stelle nochmal weitermachen. Ich versuche es im nächsten Part nochmal. Puh, hat's in sich hier. Fieser Kampf, aber mal gucken, ob wir es schaffen. Ich hoffe es. Bis dann.